Hallo und herzlich willkommen zurück zum Manager-Modus. Wir sind wieder da mit dem HSV und beim letzten Mal am Ende hatte ich ja gefragt, in welches Land ihr wollt, dass ich meinen Scout hinsende und so. Ich habe einige Vorschläge bekommen, unter anderem Südamerika, unter anderem Niederlande, weil mein Scout ja selbst Holländer ist. Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob das wirklich eine Bedeutung hat und habe mich letztendlich dann dafür entschieden... Warte, ist der schon einsatzbereit? Ich glaube... Scout-Netzwerk, ja. Ich habe mich letztendlich dann dafür entschieden, dass ich den ganz gerne nach Südamerika schicken würde, da ich irgendwie, ich mache das gerne, also gerade Brasilien, Argentinien, das hat einfach so einen gewissen Reiz, weil man so diese ganzen Skiller und diese ganzen, wendigen und trickreichen Spieler kennt und so weiter. Und von daher mache ich das ganz gerne. Jetzt ist die Frage, soll ich irgendeinen bestimmten Typ machen? Also irgendwie technisch begabt, Flügelstürmer, Spielmacher wäre auch eine Idee. Spielmacher wäre eine gute Idee, denn Van der Vaart ist zwar gut, aber irgendwie fühlt er sich, ich weiß es nicht, ich mag den, also ich spiele nicht so gerne mit dem. Aber, ja doch, das machen wir. Wir machen Spielmacher 6 Monate oder machen wir 3 Monate, das sollte eigentlich reichen. Und go! Viel Spaß in Brasilien! So, wir gehen mal weiter in Richtung des Spiels gegen den amtierenden deutschen Meister Borussia Dortmund. Teunissen baut das auf, das ist schön. Wir sind im Moment Zweiter hinter Schalke mit 3 Siegen aus 3 Spielen. Das ist natürlich ein Start nach Maß, wie auch schon die News sagen, sozusagen. So, ich schaue mir mal eben kurz die Aufstellung an. Wir haben hier Diekmeyer, Westermann, Perea, Aogo, Sissoko. Das passt alles. Van der Vaart auch natürlich ein klasse Spieler, auch wenn er lahm ist. Aber an sich hier, ich meine... Was will man mehr bei hier Fähigkeiten? Alles grün eigentlich, fast ausnahmslos. Auch hier eine geniale Übersicht und so weiter. Son, auch relativ schnell und so weiter. Wallison jetzt auch nicht so schlecht, aber auch nicht so toll. Naja, was soll's. So, was habe ich denn für Fragen und so weiter bekommen? Ich muss gerade eben schauen. Ich habe mir das jetzt heute dieses Mal nicht wirklich vorgelesen. Dadurch war ich ein bisschen, bisschen spontan das hier gerade aufnehmen. Ein bisschen zu spontan vielleicht sogar, aber egal. Van der Vaart spielt weiter. Kann Coutinho auch eine andere Position spielen als offensives Mittelfeld? Das schaue ich mir eben schnell. Rechtes bzw. linkes. Rechtes haben wir Beister. Beister hat mir nicht so gut gefallen. Tun wir mal Coutinho rein. Er ist Rechtsfuß, hat Mittel, okay. Gut. Dann kann ich das so unterschreiben. Und gehen gleich mal weiter. Und ich lese jetzt mal eben nach. Ja, hier ist gut. Das eine, das ich nach Südamerika schicken soll. Das habe ich jetzt gemacht. Das habe ich gemacht. Gut, dann hier noch eine Antwort sozusagen auf meine Antwort, auf seine Frage. Und zwar, Zitat, ich gebe zu, Dortmund ist im Moment, wie du gesagt hast, nicht die Macht. Das habe ich schon fast mein Handy runtergeworfen, hoppla. Das stimmt in der Liga, in der Tat. Wobei ich sagen muss, das, was Dortmund in der Champions League spielt, also das war... Einsame Spitze bisher. Oder war ziemlich, ziemlich gut. Gerade gegen Manchester City haben sie ja klasse gespielt. Haben leider nicht gewonnen, weil Manchester City da das 1:1 gerettet hat. Aber gegen Real Madrid haben sie gewonnen. Gut, es war natürlich auch durch Fehler von Real Madrid verursacht zum Teil. Zum einen natürlich Pepe, das ist keine Frage. Und zum anderen bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob ich die richtige Szene im Kopf habe. Aber ich meine, beim zweiten Tor wäre auch Casillas ein bisschen, ja, unsouverän zu Werk gegangen. Also, insofern war das jetzt nicht unbedingt, ja, wie soll man sagen. Aber Dortmund hat trotzdem klasse gespielt. Und auch in letzter Konsequenz doch verdient gewonnen, muss ich sagen. War stark gespielt. Allgemein die deutschen Mannschaften im Europapokal eigentlich alle gut. Nur eine Mannschaft muss mal wieder... aus der Reihe fallen und nicht gewinnen. Und zwar ein kleines Städtchen im Süden Deutschlands. Ja, von dem ich Anhänger bin. Manchmal bereue ich es, dass ich da Anhänger bin. Weil dann passieren nun mal so Sachen. Oh, oh, haha. 1-0 Coutinho. Das ist doch mal eine Einwechslung, Leute. Das ist eine Einwechslung. Kopfball, Latte. Und irgendwie köpfen sich den Dinger dann selber ins Tor. Und so, schon steht es 1-0. Nein, das will ich mir nochmal anschauen. Ihr kleinen Dortmunder, ihr könnt es nicht einfach so wegklicken. Das will ich nochmal sehen. So, die Flanke kommt rein von Janssen. Dann kommt Coutinho hier an den Kopfball, weil Schmelzer ein bisschen, ja, schwach rangeht.
Der reflektiert von der Latte, Weidenfeller auf die Schulter, auf den Kopf von Santana und von dort aus ins Tor. Das nenne ich mal ein wunderschönes Tor. Das finde ich schön. Finde ich schön. Okay, dann würde ich mal sagen, weiter im Spiel. Spiel fortsetzen. So. Wieso ist da eigentlich dieses komische Revanche-Button da überhaupt da? Den kann man doch einfach entfernen, wenn der sowieso nicht funktioniert. Das war doch im letzten Jahr auch der Fall, oder nicht? Naja, egal. Was haben wir noch so? Ja, dann habe ich noch den Tipp hier an wieder einige Spieler. Zum einen den Innenverteidiger Zuma aus der Liga. Das ist mir letztens ehrlich gesagt schon aufgefallen bei Ultimate Team, dass der ziemlich gut ist. Der ist nämlich gerade mal 17 Jahre jung und hat dennoch wirklich gute Verteidigungswerte. Ist ein Silberspieler, ein nicht rarer und auch eine relativ hohe Stärke. Ist schnell und so weiter. Das ist wirklich, also ich habe mir gedacht, wow, das ist ein guter Spieler. Dann habe ich gesehen, wow, der ist gerade mal 17, also das ist natürlich nicht schlecht. Und ja, den habe ich mir auch schon mal angeschaut, sieht wirklich nicht schlecht aus. Jetzt ist es halt wie gesagt gerade keine Transferperiode, von daher kann ich da nichts machen in dem Zusammenhang. Aber ich behalte auf jeden Fall alle Spieler, die eminent, die ich dann auch für nicht schlecht befinde, im Auge. Schau so ein bisschen, wie die sich entwickeln, offscreen meistens. Und werde dann schauen, was sich in der nächsten Transferperiode machen lässt, weil ich kann natürlich nicht jetzt hier alle Spieler im Auge behalten, das ist klar, aber ich versuche wirklich die, die ich gut finde, im Auge zu behalten, ein bisschen zu schauen, was da machbar ist, und dann wird man das auch sehen, wie das Team eben nach der Winterpause aussehen kann. So, jetzt ein schöner Pass. Ah, der ist ein bisschen kacke, der kommt Son vermutlich nicht ran, aber Santana, ist es überhaupt auf Profi eingestellt? Ich meine schon. Ich glaube, ich habe Profi gelesen, ja. Weil alles andere wäre irgendwie bitter. Wenn ich jetzt irgendwie gegen Halbprofi spielen würde. Aber dann würde ich vermutlich höher führen. Denn das ist mir letztens auch aufgefallen. Also, Profi ist viel schwerer oder andersrum. Halbprofi ist viel, viel, viel zu einfach, wenn man es mit Profi vergleicht. Das ist ein Riesenschritt, aber naja, was will man machen? So ist es nun mal. So, dann habe ich hier noch ein Thema, das ich durchaus schon eine Weile mal bereden wollte, was ich auch ganz gut finde, dass da jetzt eine Frage dazu kam. Generell, ihr müsst auch nicht unbedingt Fragen stellen, wenn ihr nicht wollt. Ihr könnt mir auch nur ein Thema zum Beispiel nennen, über das ich reden soll oder so, wenn ihr daran interessiert seid, Coutinho! Der Junge hat's drauf. Und schon hat sich diese Verpflichtung bewährt. Coutinho setzt sich durch da, auch wenn Bender da zieht und hält, was das Zeug hält, und macht das Ding rein. So. Halt, Quatsch, das will ich gar nicht. Aber das kommt mir gerade ein bisschen arg einfach vor. Ich glaube, wenn das so weitergeht, muss ich auch mal drüber nachdenken. Ja, irgendwie, das ist alles korrekt. Muss ich auch mal nachdenken drüber, da eventuell Weltklasse einzustellen, weil 2:0 nach, hier, 25 Minuten nach den deutschen Meister, das sollte eigentlich nicht ganz so einfach sein, behaupte ich mal. Aber gut, ich habe jetzt mal erstmal nichts dagegen. Vielleicht drehen sie es ja noch, wer weiß. So, jetzt mal der nächste Angriff. Über Jansen. Der zieht nach innen und zieht nach außen. Und versagt. Schade. Ja, jedenfalls das Thema, das ich hier jetzt ansprechen wollte, ist nämlich, ich lese am besten gleich mal die Frage vor kurz, wenn ich den Ball habe. Wobei das ein bisschen problematisch wird, die ganze Frage vorzulesen, weil das ist eine ziemlich lange Frage. Deswegen machen wir kurz so. Also ich zitiere mal wieder. Bei dir war es ja nicht so, dass du einfach mal so einen Commentary aus Spaß aufgenommen hast, da du dafür ja durchaus teure HDPVR brauchst. Also hattest du von Anfang an den Plan, das alles durchzuziehen oder einfach zu viel Geld und Langeweile? Das ist eine sehr gute Frage. Geld und Langeweile, kann ich sagen, war es definitiv nicht. Also gut, Langeweile war sicherlich ein bisschen dabei, aber auch nicht direkt. Weil ich eigentlich nicht so daheim und mir denke so, mir ist so langweilig, was soll ich machen? Ich finde eigentlich immer irgendwas, wo ich machen kann. Geld ohnehin nicht, weil das war wirklich der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich lange Zeit überlegt habe, soll ich das wirklich machen, weil so eine HDPVR kostet nun mal verdammt viel Geld. Da muss man dann eben doch mal mindestens 150 Euro investieren. Und da habe ich mir halt wirklich lange Zeit überlegt, ist es das wert? Möchte ich das wirklich machen, so viel Geld dafür auszugeben? Das ist der Vorteil der PC-Spieler, die brauchen nur Fraps dazu und schon können sie quasi aufnehmen, was das Zeug hält. Das geht bei Xbox und so weiter nicht ganz so leicht, da braucht man eine Aufnahmesoftware, sei es jetzt die Elgato zum Beispiel oder die HDPVR. Und ja, in der Tat, ich hatte eigentlich von Anfang an so den groben Plan zumindest, das Ganze durchzuziehen. Klar, ich hatte jetzt nicht wirklich im
Kopf schon den genauen Ablauf, wie das alles ablaufen wird, was ich machen werde, wie ich es machen werde, alles haargenau im Kopf und so weiter. Was ist denn mit dem Torwart los? What the fuck? Ha, was hat der denn genommen? Weidenfälle. Und da soll man nochmal sagen, die KI wurde verbessert. Ich meine, der Schuss von Van der Vaart war alles andere als gefährlich und der lässt ihn da so nach vorne abprallen. Das ist interessant, muss ich sagen. Das ist interessant. Aber nun gut. Ich würde mal sagen, wenn das hier wirklich so hoch wird, wie ich es gerade im Kopf oder wie es gerade aussieht, dass es werden wird, dann werde ich auch mal auf Weltklasse umstellen, weil so geht das ja echt nicht. So. Ich will ja hier auch nicht 5-0 gewinnen, das ist ja Realitätsverzerrung. So, Son. Setz dich durch. Alter, faul. Das ist doch ein Foul, Schiri. Ach komm. Der Hummels packt mich da am Kragen, als wäre er... Oh, na ja, egal. Ballverlust, schade. Ich will aber weiter zum Thema kommen. Das Thema ist, wie gesagt, das Ganze werden wir aufnehmen. Und das war, wie gesagt, ein sehr großer Knackpunkt anfangs, der Preis. Als ich dann angefangen habe, war es so, am Anfang lief es nicht wirklich gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur schlecht lief. Aber ich hatte zumindest kaum Views und kaum Abonnenten. Es kommt mir jetzt nicht wirklich auf den Abonnenten an, bin ich ganz ehrlich. Klar, ich find's geil, dass ihr mich alle abonniert. Da bin ich Tag für Tag richtig dankbar für. Das ist alles normal. Warum ist der so schlecht, der Torwart? Was zum Teufel? Wie gesagt, ich bin Tag für Tag dankbar dafür, dass ihr mir alle abonniert habt. Das finde ich richtig geil. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn neue dazukommen. Keine Frage. Aber es ist nicht das Ausschlaggebende. Also, wenn jetzt wirklich, ja, wenn ich die Wahl hätte zwischen 100 Abonnenten, aber wirklich nur zwei Leuten, die aktiv mitmachen und kommentieren und Daumen geben und so weiter, oder 10 Abonnenten, die alle mitmachen, dann würde ich die 10 Abonnenten machen, nehmen, die alle mitmachen, weil das ist wirklich das, worauf es mir ankommt, worauf es mich nicht unbedingt ankommt, aber was mich sehr, 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 sehr freut, auch mehr als die grobe Abonnentenzahl bloß, ist eben, wenn Leute mir Feedback geben, mir sagen, was ich besser machen kann, was ihnen gefällt schon, und so weiter, weil nur so kann ich mich ja weiterentwickeln. Klar, ich kann zwar selber auch meine Videos kritisch beäugen, das mache ich auch, aber das ist immer nur begrenzt möglich, denn es gibt Leute, die bewerten sich selbst viel zu hart und es gibt Leute, die bewerten sich selbst viel zu weich. Und ich bin da meistens eher so, dass ich mich zu hart bewerte, also dass ich dann ein Video schaue, wo ich sie gemacht habe oder nochmal kurz anschaue, ob halt gerade das mit dem Rendern alles geklappt hat. Und ich mir dann denke, wow, das ist eigentlich ganz schön scheiße, was ich da laber. Dennoch, ja, lade ich es hoch, weil es kommt meistens gut an. Und von daher merke ich halt auch manchmal, dass ich mich selbst ein bisschen zu kritisch sehe. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Leute, die machen Videos, die totaler Müll sind, offen gesagt. Und die dann selbst denken, wow, ich bin ja der totale Held. Die Videos sind ja super. Gibt's beides. Deswegen finde ich es immer gut, wenn man andere Leute hat, die einem ein bisschen Feedback geben. Deswegen auch gebe ich selber, wenn ihr mich jetzt anschreibt und sagt, hey, ich mache FIFA-Videos, wäre nett, wenn du mir Feedback geben könntest, dann mache ich das auch. Klar, ich kann mir jetzt nicht jedes eure Videos ansehen, wenn ihr es wollt, weil das ziemlich viel Arbeit wäre. Aber ich kann mal reinschauen und euch sagen, was mir jetzt so auf den ersten Blick gefällt und was nicht, was verbesserungswürdig ist und so weiter. Euch ein paar Tipps geben, so gut ich das kann. Das mache ich sehr, sehr gerne, weil darauf ist man angewiesen in einem Versprecher. Oh yeah. egal, darauf ist man angewiesen, wie gesagt. Auf YouTube vor allem natürlich. Und da helfe ich euch gerne, wenn ihr da irgendwie wissen wollt, wie eure Videos sind. Also schreibt mich an, wenn ihr da ein bisschen Feedback wollt. Das kann ich euch gerne geben. So, wir wechseln mal ein bisschen durch. Geben Lamm mal eine Chance, sich zu profilieren. Kann der auch links spielen? Ja, kann er. Sehr gut. Montoya kommt auch mal rein. Und schon haben wir 3 Wechsel getätigt. Ja, wie gesagt, also es war nicht... Ich schweife immer vom Thema ab. Das ist echt nervig. es war sicherlich nicht das Übermaß an Geld, denn das war bis zuletzt mein größter Kritikpunkt am Ganzen. Oh, schade. Schöner Pfostenschuss. Letztendlich habe ich mich dazu entschieden, diese Investition doch zu tätigen. Und ich habe es nicht bereut. Ich habe es nicht bereut. Denn zum heutigen Tag habe ich 480 Abonnenten.
Das hätte ich mir wirklich nicht erträumt, dass ich das innerhalb von dieser doch kurzen Zeit bekommen kann. Am Anfang lief es auch nicht gut. Die erste Woche oder so hatte ich vielleicht 5 Abonnenten. Ich weiß nicht mehr genau wie. Hat mich natürlich schon ein bisschen geärgert, weil damals habe ich ja nur Road to Glory gemacht anfangs. Und das ist schon verdammt viel Arbeit, so ein Road to Glory Part. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert teilweise, dass es eben doch relativ wenigen Anklang hat. Aber mittlerweile bin ich wirklich hochzufrieden. Auch kriege ich ja relativ viele Kommentare von euch. Auch das finde ich immer wieder geil. Komm, Lamm! Ah, schade. Und da muss ich einfach auch mal Danke sagen. Richtig geil, dass ihr da so schön mitmacht. Ja. Vielen Dank. Ich denke mal, damit wird dieses Thema auch erst einmal beantwortet. Worauf ich nochmal kurz eingehen wollte, es ist ja schon eine Woche kein... Oder war es jetzt? Wie lang? Ich glaube 6 Tage ungefähr, also ungefähr eine Woche, kein Manager-Modus mehr gekommen. Und Walison sollte mal treffen für mich, das wäre wichtig. Hatte zwar, glaube ich, schon einmal, aber er könnte auch ruhig mal öfters treffen. So, ist kurz, was ich ansprechen wollte, der DFB-Pokal, der heute Abend auch nochmal in der zweiten Runde die letzten Spiele sind. Also heute ist Mittwoch, wo ich das aufnehme. Mittwoch? Nein, heute ist Donnerstag, Mittwoch, irgendwas von beidem. Es ist Mittwoch. Ja, Mittwoch. Okay, und heute sind die letzten Spiele. VfB spielt heute unter anderem. Gestern war ein relativ langweiliger Spieltag für einen neutralen Zuschauer. Denn als neutraler Zuschauer hofft man ja eigentlich meistens, hoffentlich fliegt irgendein starkes Team raus. Hoffentlich kommt irgendein Underdog weiter. War leider nicht der Fall. Die ganzen Favoriten sind weiter. Also von daher war es ein bisschen langweilig für mich. Aber ich hoffe mal da heute Abend natürlich drauf, dass der VfB gewinnt. Ich bin ja ein großer VfB-Fan. Wie die meisten von euch vielleicht schon wissen. Weil ich das auch schon öfters habe anmerken lassen. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich habe jetzt auch keinen Plan, wer heute sonst noch so alles spielt. Ich weiß nur, dass die ganzen Erstliga-Teams weiter sind, die bisher gespielt haben. Und allgemein die Favoriten, die höher gelegenen eigentlich in dieser Runde bisher immer weitergekommen sind. Hoffen wir, dass es heute Abend ein paar Überraschungen gibt. Und ja, das werden wir sehen. So, jetzt Wanderfahrt setzt sich durch. Jetzt müssen wir den Ball verteilen auf Walison. Der ist da und macht sie nicht rein, aber Wanderfahrt macht sie rein. 4:0. Ja, durch Raphael Wanderfahrt, 86. Und wenn ihr denkt, das war gerade Asynchron, dann kann ich euch sagen, nein, ist es nicht. Ich habe bloß da in diesem Moment schon gesehen, dass der den reinmacht, denn Santana ist ja ein bisschen dumm gestolpert und hat keine Chance, an den Ball ranzukommen. Bam, 4:0. Ich würde mal sagen, nächste Folge mache ich testweise mal Weltklasse, denn das ist mir ein bisschen zu einfach hier. Offen gesagt. Weil das ist schon ziemlich lächerlich. Dann habe ich noch einen Kommentar bekommen. Ich zitiere mal, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt heißen soll, weil das relativ schlechtes Deutsch ist. Zitat. FIFA-Luba ist scheiße und Janisch. Keine Ahnung, was das sein soll. Name, ein Verb, eine Konstellation von Wörtern, die durch seltsame Umstände zusammengerutscht ist. Ich weiß es nicht. Aber egal. Ja, FIFA-Luba ist scheiße und Janisch bin dumm und hab Schieße, das soll wohl scheiße heißen, im Hirn. MFG, Virensteinfurt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, lieber Virensteinfurt, ob das jetzt ein Troll-Comment sein soll, ob das ein Hate-Comment teilen soll, ob das was auch immer sein soll, keine Ahnung, ob du mich damit beleidigen willst oder mich loben willst, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Klar, steht FIFA-Luba ist scheiße, aber der Rest ist relativ unverständlich. Von daher sage ich einfach stellvertretend für alle dort möglichen Sachen, ich hab dich auch lieb. Ja, das Spiel dürfte vorbei sein. Ja, da ist es rum. 4:1 haben wir gewonnen, das finde ich schon mal richtig schön. War aber irgendwie auch locker, weil, ganz ehrlich, was macht Weidenfeller in der einen Situation? Er lässt den Ball abprallen. Van der Vaart, Spieler des Spiels mit einem Tor, Coutinho mit zwei. Zwei Duseltore, weil Weidenfeller zweimal ein bisschen komisch agiert. Einmal lässt er den Ball abprallen, das andere Mal lässt er ihn von seiner Schulter hüpfen zum eigenen Spieler, der sie dann reinköpft. Was doch ein bisschen bizarr war. So, wir gehen mal weiter, denn das war schon eine englische Woche hier. Kommen gegen Borussia Mönchengladbach, also die zwei Borussias innerhalb kürzester Zeit. Ich gehe jetzt nicht auf nächste Partie, ich gehe jetzt auf Mannschaftsbericht. Denn ich möchte mal schnell schauen, wie sich die Mannschaft so weiterentwickelt hat. Das mache ich irgendwie am Ende fast jeder Episode, weil mich das irgendwie interessiert. So, Diekmeier, ja, Avira, wir haben es kapiert, du bist ganz toll. So, Westermann hat sich nichts getan. Hier hat sich einiges verbessert. Flanken unter anderem, Beschleunigung, auch der Rest, das ist schon mal schön zu sehen. Moussa Sissoko hat sich um 2 Punkte verbessert in der Gesamtwertung. Und auch in den gesamten Werten hier um einiges verbessert, das freut mich natürlich. Rincon auch um 2 verbessert. Auch wenn seine Werte jetzt nicht so stark gestiegen sind.
Dennoch natürlich finde ich das ganz gut. Wir haben Jansen, der sich minimal verbessert hat. Wir haben Van der Vaart, der sich um 1 verbessert hat. Und zwar nur in Übersicht. Hoeng-min-son, wie auch immer man diesen Hoeng-min-Vornamen ausspricht. Hoeng. Keine Ahnung. Wadison hat sich verbessert. Das ganze Team hat sich verbessert. Das finde ich schon mal schön. Und insofern würde ich mal sagen, verabschiede ich mich von euch. Sage bis zum nächsten Mal. Hoffe, dann schaltet ihr auch wieder ein. Und hoffe, ihr stellt mir häufig Fragen und Feedback und Themen und bla bla bla, damit ihr einiges zum Labern habt nächste Episode. Von daher, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.